So, liebe Zuschauer, Sie sehen es, wir sind im Weltmeisterschaftsfieber. Deutschland steht kurz vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea. Es geht ums Weiterkommen ins Achtelfinale dieses Wettbewerbs. Und da sind wir hier natürlich alle schon sehr gespannt, wie es ausgeht. Natürlich tippen wir auf einen Sieg für unsere deutsche Nationalmannschaft. Ich darf Ihnen aber versprechen, dass alles, was hier im Handelssaal passiert, trotzdem seriös abgewickelt wird. Wir dürfen aber damit rechnen, dass die Umsätze während des Spiels nicht so hoch sind, wie wir das normalerweise hier kennen an der Börse Stuttgart. Wollen jetzt mal auf den nächsten Börsentag schauen. Es geht jetzt um die wichtigsten Konjunkturdaten am Donnerstag, dem 28. Juni 2018. So zum Beispiel um 8 Uhr am Morgen der GfK-Konsumklimaindex für den Monat Juli. Der wird mit 10,6 Punkten erwartet, nachdem er zuletzt bei 10,7 Punkten gelegen hatte. Um 10 Uhr kommt dann der Wirtschaftsbericht der Europäischen Zentralbank heraus, ehe wir um 11 Uhr dann auf die Wirtschaftsstimmung im Euroraum blicken, diese für den Monat Juni. Dann haben wir um 14 Uhr die Entwicklung der Verbraucherpreise im Juni in einer Vorabschätzung zu erwarten. Die Inflationsrate also, die zuletzt auf 2,2% gestiegen war, wird jetzt mit 2,1% erwartet. Mal sehen, ob es dann tatsächlich so kommt. Um 14.30 Uhr gibt es dann noch, wie fast an jedem Donnerstag, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Und um 14.30 Uhr ebenfalls das Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten von Amerika mit den endgültigen Angaben für das erste Quartal. Es wird mit einem Wachstum von 2,2% gerechnet. Und jetzt drücken wir ganz fest beide Daumen für die deutsche Nationalmannschaft beim Spiel gegen Südkorea.